Herr Christian, erstmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt in der Verantwortung für die erste Mannschaft. Wie fühlt sich an? Wie fühlen sich die ersten zwei Trainingseinheiten an? Ja, es hat riesigen Spaß gemacht, in dieser Mannschaft zu arbeiten. Ich habe natürlich den Vorteil, dass sie die Jungs alle kennen. Insofern ist es nicht so überraschend, dass es Spaß macht, mit den Jungs zu arbeiten. Das ist ganz klar. Aber es war natürlich intensive, ja, bisschen mehr als 24 Stunden jetzt seit gestern, wo man versucht hat, in der Kürze der Zeit so viel wie möglich reinzupacken, um den Jungs was mit auf den Weg zu geben, ohne sie aber gleichzeitig zu überfordern. Und parallel dazu natürlich auch die berühmt-berüchtigten Köpfe und Herzen zu erreichen. Was kann man denn da konkret machen? An welchen Stellschrauben kann man drehen in so einer kurzen Zeit? Dass man sich selber erstmal einfängt und sich im Klaren darüber ist, dass du nicht 7 Tage wie in einem normalen Rhythmus ungefähr Zeit hast, oder das ist jetzt keine Saisonvorbereitung von 4 bis 6 Wochen, wo du Schritt für Schritt was einarbeiten kannst, sondern du hast dieses Spiel am Mittwoch und dann wollen wir den Jungs 2, 3 Dinge in alle Himmelsrichtungen mitgeben, mit und ohne Ball und den anderen Dingen, die dazugehören, damit sie einen Plan haben, damit sie sich wohlfühlen und aber eine Freiheit noch genießen auf dem Platz und gepaart mit Einstellung, mit Mentalität, was diese Mannschaft sowieso ausgezeichnet hat über die Jahre. Hoffe ich mir da einen guten Mix zu erzählen. Moin. Bevor wir zum Spiel morgen kommen, erstmal noch mal kurz zu dir. Du warst jetzt 2 Jahre Co-Trainer. Was bist du für ein Typ Trainer? Zunächst mal muss ich an dieser Stelle sagen, dass ich natürlich einen Optimalweg gehen durfte, dass ich nach dem Ende meiner Karriere relativ schnell mein Studium beenden konnte und dann auch hier beim KSC die Möglichkeit wieder bekommen habe, im NLZ anzufangen und dann über ein, zwei Verschiebungen im Profibereich dann oben an gekommen bin, wieder in Anführungszeichen, wie man als Spieler sagen würde. Und dann auch das Glück hatte, dass ich als Alu kam, dennoch dabei bleiben durfte und sehr, sehr viel von Alu lernen und mitnehmen konnte. Und ich glaube, darauf kann Alu stolz sein, was er die 2,5 Jahre der Mannschaft gegeben hat. Du machst gerade noch deinen Fußballlehrer. Wie ist es da? Du wirst im März fertig, kannst aber jetzt ganz normal auf der Bank sitzen und bist auch im Trainingsbetrieb ganz normal dabei. Oder was für Einschränkungen gibt es da noch zurzeit? Einschränkungen, dass ich halt noch den ein oder anderen Präsenztermin habe in Hennef. Es ist aber, wie du angesprochen hast, absehbar. Also wir reden ja jetzt nicht mehr von der Kollege aus Kiel, der am Wochenende da war. Der hat, glaube ich, im September ungefähr übernommen. Da war der Fußballlehrer noch nicht mal zur Hälfte rum. Also das heißt, da wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen zu sagen, ja, der kann das machen. Da ist nicht mehr viel auf der anderen Seite noch zu erledigen. Und es geht um eine gewisse Struktur zu haben im Leben, wenn man vorher alles plant und anspricht und auch jeden Zweig durchdenkt, dann ist das überhaupt kein Problem und man muss mit den Menschen sprechen, dann klappt das auch ohne mich. Kommen wir zum Spiel morgen. Besondere Situation, du hast jetzt auch schon wahrscheinlich öfters gehört. Lukas Kwasniok ist dort Trainer, dein Schwager ist Sportdirektor. Was ist für ein Spiel für dich und ja, wie geht ihr es an? Es wäre unabhängig der Konstellation, wer da auf der anderen Seite des Vereins steht, für mich aufgrund der Tatsache, dass es dieses ominöse erste Spiel ist, ein besonderes Spiel. Das muss man ganz klar so sagen. Ich glaube, alles andere wäre gelogen. Ich habe gestern auch den Jungs gesagt, ich habe auch geschwitzt, bevor ich bei ihnen ins Büro, sage ich immer, in die Kabine reingekommen bin, um ihnen einfach auch zu zeigen, dass ich ein Stück weit auch mit Fieber, obwohl ich ja immer wieder rational sein muss und raustreten muss aus der ganzen Geschichte. Aber ich finde, man kann als Trainer auch vor der Mannschaft mal Schwäche zeigen, in Anführungszeichen. Hey Jungs, ich bin auch verschwitzt und aufgeregt, genauso wie ihr. Und von dem her erwarte ich morgen A, ein besonderes Spiel, B, ein sehr, sehr intensives Spiel, wo sich zwei Mannschaften duellieren werden. Und ich glaube, an winzigen Kleinigkeiten hängt, wer das Spiel morgen gewinnt. Super, vielen Dank. Danke.